Arzt hat nur versucht, dem Patienten zu helfen. Der bleierne Schlüssel hat ihn ausgenutzt. Der bleierne Schlüssel hätte auch ohne Arzt einen Weg gefunden, sich in die Belange des Sanatoriums einzumischen. Wäre ich nicht gewesen, hätten Azos Experimente letztendlich zu einem weiteren Skandal geführt. Nehmen wir das Mittlere, das klingt nach Hagrim. Genau, eine Halbantwort. Deine Halbantwort lässt auf Befangenheit schließen, aber sie lässt auch vermuten, dass ich keine bessere Antwort von dir erwarten kann. Kettmann wird hier bleiben, aber er wird überwacht. Unter keinen Umständen wird er Zugang zu irgendwelcher Ausrüstung haben. So, damit ist der wartende Mann abgeschlossen. Hail Traveler! Und wir können nichts mehr da tun. Wie sieht es mit Level Up aus? Da kommen wir auch langsam wieder näher. Gut. Jetzt haben wir den Turm im Erbhügel. Dafür wäre eine kurze Rast in der Taverne im Kupferweg eine gute Idee. Wer bist du und was willst du? Dünnrot-Straßenbude. Verzeiht, ich habe eine Nachricht für euch. Ihr werdet zum Haus Hartred gebeten, wo der die Web euch so bald wie möglich erwartet. Oh, mal was Neues. Man sagt, sie sei eine alte Spinne, die in der ganzen Stadt ihre Netze webt. Natürlich für den Geheimdienst von Trutzbucht. Er blickt dich vorsichtig an. Wenn sie dich sehen will, ist das entweder ein sehr gutes oder sehr schlechtes Zeichen. Woher wusstest du, wo du mich findest? Naja, es ist Lady Web. Sie weiß alles. Erzähl mir von Lady Web. Ihr kennt Lady Web nicht? Sie ist, naja, eigentlich hat sie seit sehr langer Zeit niemand mehr wirklich gesehen. Aber sie ist die Leiterin der Dünnrotstraße. Dünnrotstraße, auch wenn das immer noch ein bisschen zu sehr nach einer Kinderpuppenshow klingt. Hust, hust. Und es ist auch schon so lange, wie sich auch nur irgendjemand daran erinnern kann. Kriegen wir jetzt wieder eine in Stein gemeißelte? Er hält inne und beobachtet misstrauisch die Passanten. Leise fährt er fort. Sie soll alt sein, älter als sonst irgendjemand. Und sie verlässt niemals ihr Zimmer. Manche sagen, sie sei ganz verwelkt und nur noch ein Haufen Knochen, der durch dunkle Magie am Leben gehalten wird. Sie ist immer noch sehr aktiv, soweit man weiß. Sie findet Dinge heraus und beschützt uns. Und man sagt, sie ziehe auch hinter dem Thron die Fäden. Ein ganzer Ring von Medien, also die Mehrzahl von Medium, nicht die Fernsehmedien, folgt ihrem Befehl und hält sich ständig auf dem Laufenden. Wenn man in diesem Land etwas anstellt, bittet man nicht die Gönnerumverwebung, sondern besser erst Lady Web. Was ist die Dünnrotstraße? Ein ganzes Netz aus Medien, das vom Haus Hadred ausgeführt wird. Sie hüten den Frieden, aber sie möchten nicht, dass man sie dabei bemerkt. In dieser Stadt verschwinden Probleme meistens irgendwann von alleine und man kann sich dann schon denken, warum. Und wo finde ich das Haus? Gleich dort drüben, mein Fürst, an der südlichsten. Ich bin kein. Obwohl doch, ich bin der Fürst von Ketnur. An der südwestlichsten Ecke von Farnheim. Ihr findet die Fürstin im oberen Stockwerk. Okay. Komm now, it'll be fun. No. Even just a single. I'm not calling Isolmir out just so you can learn he'll speak. I'll write down a few words. Das ist auch gemein. Kada will unbedingt mit Alofs zweitem Ich reden und die Sprache von denen lernen. Oh, du schon wieder? Älterer Hobenträger, als du dich an der Erscheinung näherst, wirst du plötzlich von einem mächtigen Angstgefühl überwältigt, das dir wie ein Stein im Magen liegt. Das Gefühl ist ziemlich surreal und gleicht eher der Erinnerung an ein Gefühl, verdreht dir aber trotzdem die Eingeweide. Die Stirn der Erscheinung ist angespannt und sie hat einen besorgten Gesichtsausdruck. The other missionaries say you have been neglectful of your duties. Die anderen Missionare sagen, dass du deine Pflichten nur nachlässig ausgeführt hast. Ich habe an etwas anderes gedacht. Oh? And what troubles you? Die Erscheinung kippt dir ihre Augenbrauen. Ach, und was beunruhigt dich? Der Schmerz in deinem Magen wird stärker und einen Augenblick glaubst du, dich übergeben zu müssen. Dein Mund ist trocken geworden. Vergeben Sie mir, Eminenz, aber ich möchte den Orden verlassen.
Woher wissen, wie der heißt? Talos faltet seine Finger zusammen und presst sie dann gedankenverloren an seinen Mund. You have been an apt student, and your convictions have inspired those around you. May I ask, what has changed to make you feel this way? Du warst begabt im Lernen und deine Überzeugungen haben jene um dich inspiriert. Darf ich fragen, was sie verändert hat, das dich so fühlen lässt? Die Leute, die wir konvertieren wollten, sie haben unaussprechliche Taten begangen, Opfer Verstümmelungen. Meine Familie hat meinen neuen Glauben nicht aufgenommen. Sie sprechen nicht mehr mit mir. Ich habe etwas Unverzeihliches getan. Bei meiner letzten Mission wurde ich angegriffen. Das Unterste ist nicht Harem, typisch nehmen wir das Oberste. Die Erscheinung atmet langsam aus und presst die Lippen zusammen. Ihre Augen sind voller Wohlwollen. Sie legt dir deine Hand auf die Schulter. These are the ways of the heathen world. Das sind die Wege der heidnischen Welt. Sicherlich würde den Göttern etwas Besseres einfallen, als uns alle zu vernichten und von neuem zu beginnen. Perhaps they would. It may come to that one day. This is why we must not fail. The heathens are beyond the gods' reach. They do not know better. We are tasked with delivering them to the gods, so that the gods may heal their souls. Taros kichert freudlos. Vielleicht würden sie das. Eines Tages könnte es dazu kommen. Das ist auch der Grund, weshalb wir nicht scheitern dürfen. Die Götter können die Heiden nicht erreichen, denn sie wissen es nicht besser. Unsere Aufgabe ist es, sie den Göttern zuzuführen, damit die Götter ihre Seelen heilen können. Ist so etwas möglich? I have seen it with my own eyes. You will see it too, if you choose to remain. Der Geist lächelt müde. Ich habe es mit eigenen Augen gesehen. Auch du wirst es sehen, wenn du dich zum Verweilen entscheidest. There is no greater calling than the one we have chosen. Neither words, nor wealth, nor battle will end this suffering. Only the gods. Will you give them that chance? Es gibt keine größere Berufung als die, die wir gewählt haben. Dieses Leiden werden keine Worte, kein Reichtum, keine Schlacht beenden. Nur die Götter. Wirst du ihnen diese Chance geben? Der Knoten in deinem Magen scheint sich urplötzlich zu lösen und das Angstgefühl wird von etwas komplett Gegensätzlichem ersetzt, von etwas Warm und Beruhigendem. Und es ist etwas, von dem du weißt, dass du es niemals zurückzahlen können wirst. Als die Vision verblasst, wirst du dir der vielen merkwürdigen Blicke bewusst, die auf dich gerichtet sind. Deine älteste Antwort haltet in deinem Verstand wieder. Das werde ich. Ja. Ja. Also einmal zu Lady Webb, bitte. Der verfolgt uns wirklich ständig, der Kundenträger. Ich habe so das Gefühl, dass der entweder ein sehr wichtiger NPC noch sein wird, was er sowieso schon ist, oder dass er der Endgegner sein wird. Der Oberbösewicht sozusagen. So, auf zu Lady Webb. Lady Webb empfängt dich jetzt. Ach, sie ist tatsächlich noch eine Mensch. Diese Frau umklammert mit spindeldürren, schrumpfigen Fingern einen dicken Stapel Pergament. Die Finger sind von ihrem hohen Alter fast durchsichtig, ein hauchdünner Schleier über fein blauen Adern. Tintenflecke, Kerzenverbrennungen und die Namen unzähliger Schnitte von Rändern von Schriftrollen zeichnen ihre Hände wie eine Steppdecke, deren Muster einer großen, unbeschreiblichen Wahrheit nachempfunden ist. Sie blickt nicht auf, sondern liest weiter. Okay. Die ist also wirklich schon mit beiden Beinen im Grab. So den Deckel haben sie noch nicht drauf gemacht. So, the messenger conveyed my summons. A miracle that would make the reincarnation of Aethys look like a child's cantrip, surely. It doesn't draw the most inspired minds, messaging. They failed me so many times of late, I nearly sent a cipher after you instead. So this is the Watcher who took over Cad Nuar. Oh, don't look so surprised. It isn't an attractive expression. I wouldn't be where I am for long if I let details like that escape me. Ich dachte mir schon, dass sie das weiß. Der Bote hat meine Einladung also überbracht.
Ein Wunder, dass selbst die Wiedergeburt von Eotas wie ein Lausbubenstreich aussehen lassen würde. Also die ist nicht sehr überzeugt von ihren Dienstboten. Der Botenberuf zieht nicht unbedingt die hellsten Geister an. Das stimmt manchmal auch. Sie haben mich in letzter Zeit mit einer solchen Regelmäßigkeit enttäuscht, dass ich versucht war, stattdessen ein Medium nach dir suchen zu lassen. Sie blickt zum ersten Mal auf und mustert dich. Das ist also der Wächter, der Kate Noah übernommen hat. Ach, blick nicht so überrascht rein, es ist ein unziemlicher Gesichtsausdruck. Ohne solche Details zu kennen, würde ich meine Stellung nicht lange halten können. Kana neigt sich dir zu. Ein bescheidenes Grundstück, wenn man den Ruhm von Kate Noah bedenkt. And this fiasco in the sanitarium that you seem to have gotten yourself into the middle of. What in blazes possessed you to stir that nest of trouble? Und dieses Fiasko im Sanatorium, in das du da mitten hineingestolpert bist, welcher Teufel hat dich geritten, in dieses Wespennest zu stehen? Ich dachte, du weißt alles. Warum fragst du mich? Ich untersuche eine seltsame Gruppierung. Strange does not begin to describe them. The practices of the Leaden Key defy all reason. Seltsam ist gar kein Ausdruck. Die Praktiken des Blendenden Schlüssels sind wider jeder Vernunft. You're not the only one with an interest in their recent activities. I've lost 4 ciphers this year alone trying to get someone inside their ranks. As it is, we only have our suspicions about who is in the group and what they intend. Which I suppose means we have much in common with them. I asked you here because I wanted to know what your interest was in all of this. I thought perhaps we might help each other. Why are you looking for the Leaden Key? Nicht nur du hast Interesse an den jüngsten Aktivitäten. Ich habe allein dieses Jahr bei dem Versuch, jemand in ihre Reihen einzuschleusen, 4 Medien verloren. Wir können daher weiterhin nur mutmaßen, wer der Gruppe angehört und welche Ziele sie hat. Was wohl bedeutet, dass wir viel mit ihnen gemeinsam haben? Ich habe dich hergebeten, weil ich wissen wollte, was dein Interesse an der Sache ist. Ich dachte, wir könnten einander vielleicht helfen. Warum suchst du nach dem blauen Schlüssel? Ich bin in einer Ruine einem Mann begegnet. Ich muss ihn wiederfinden. Sie schließt die Augen, ihre Lider zittern, da wird ihr Gesicht plötzlich reglos und ihre Lippen teilen sich nur einen kleinen Spalt. Ihre Hand öffnet sich kurz, ein Teil des Pergaments fällt zu Boden, die Seiten wirbeln um ihre Beine wie die Blätter eines sterbenden Baumes. Ihre fleischigen Augenlider heben sich und ihr Blick fällt sofort auf dich. The gods are cruel, I'm afraid. The man you seek is Theos Ix Arcanon, Grand Master of the Leaden Key. One of the most elusive and dangerous men Aeora has ever known. Okay, jetzt hören wir es endlich mal raus. Also das hätten wir schon vor dem Geistergespräch wahrscheinlich wissen sollen, da hätte das mehr Sinn gegeben. Die Götter sind grausam fürchtig. Der Mann, den du suchst, ist Taox Ix Arcanon, Großmeister des Blauen Schlüssels, einer der gefährlichsten und am schwersten zu fassenden Männer, die es in Eora jemals gab. Woher weißt du, dass ich nach Taox suche? Because you have seen his face, and that makes it a simple matter for me to see it. You even happened to catch him in his ceremonial garb, it seems. Must have been a special occasion. Weil du sein Gesicht gesehen hast. Damit ist es mir ein leichtes, es ebenfalls zu sehen. Medium, Gedanken lesen. Brainfuck. Du hast ihn sogar zu in zeremoniellen Gewändern gesehen, wie es scheint. Es muss eine besondere Gelegenheit gewesen sein. Ja, der hat eine riesen Warp-Kanone aktiviert. Bin ich immer noch der Meinung, dass das eine Kanone ist. Was kannst du mir über Taos sagen? More than most, though very few would know so much as his name. And there is no way of knowing how much of what I've read is true. The Leaden Key dates back more than 2,000 years. If rumors are to be believed, Theos was the one who created it. Mehr als die meisten, auch wenn nur wenige überhaupt seinen Namen kennen. Und es lässt sich nicht sagen, wie viele von dem, was ich gelesen habe, tatsächlich wahr ist. Der bleierne Schlüssel ist über 2000 Jahre alt. Wer die Gerüchte stimmen, hat Taos ihn gegründet. What scraps of evidence exist suggest that he has died many times, only to be reborn each time
exactly the same man. Awakened during adolescence, with all the knowledge and experience of all his lifetimes. The plots he orchestrates sometimes take hundreds of years to bear fruit. Needless to say, this is not the natural order of things. But he is said to be one of Whitaker's favored, and that old bat was never one to let rules get in the way of favoritism.